bin eher ein ruhigerer Typ, wenn es nicht um Basketball geht. Bin gerne mit unserer Familie zusammen, mit unseren Kindern und verbringe Zeit. Ansonsten ist in meinem Kopf 24 Stunden Basketball. Ich lebe Basketball, ich spiele Basketball, ich freue mich darauf, hier in Crailsheim unsere Atmosphäre weiterzuentwickeln und ja, das jeden Tag 24 Stunden in meinem Kopf. Ja, wir haben es geschafft, nach der Saison in der Übergangsphase den Kern der Mannschaft zu halten. Jetzt geht es darum, eben die passenden Spieler nachzuverpflichten, dazu zu verpflichten. Dort sind wir jetzt auch schon einen Schritt weiter, der gegebenenfalls jetzt im Laufe der Woche bekannt gegeben wird. Für mich als Head Coach geht es natürlich auch darum, jetzt das Programm gut kennenzulernen, mit allen Coaches dort auch die nächsten Schritte einzuleiten, den Trainerstab zusammenzustellen. Auch da werden wir hoffentlich bald mehr bekannt geben können und ja, dass wir da als großes Programm eben nach vorne kommen.